Hallo und herzlich willkommen zu Wild West Dynasty. Soeben erschien, vor 5 Minuten, mit einem sehr, sehr holprigen Release, würde ich sagen. Erst verspätet, dann hat Steam komplett verrückt gespielt. Nichtsdestotrotz, jetzt ist es da. Und ja, ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Allerdings noch ein bisschen zu den Fakten. Das Spiel ist wie Medieval Dynasty von Toplitz Productions, Entwickler Moon Punch Studio. Und ja, kostet jetzt im Early Access Release 19,99 als Sonderangebot. Das endet am 23. Februar. Ab dann kostet es 24,99. Ja, und als Fan von Medieval Dynasty. Ja, gibt man sich das natürlich. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich bin gespannt. Wir starten ein neues Spiel. Ich habe die Lautstärken alle auf 100. Erscheint mir alles noch ein bisschen leise, aber warten wir erstmal ab. Benutze die WASD-Tasten. A Story about the Wild West. Noch nicht ganz in Deutsch A übersetzt. story about the Wild West. I can tell you a story. A mom and her kid. They were on their way back home. Their real home, out here. Not the fine big New York City. Hadn't hurt a fly in their life. Well, the kid hadn't. They were attacked by outlaws, out of nowhere. Ran the horses to no avail. The mom was packing a gun. 'Cause hell she was. Defended her cub like a bear. But it helped them nothing. Nothing at all. That's your Wild West. If you want a better ending. Make your own. Na, hoffen wir mal, dass wir nicht so enden. Da sind wir gelandet. Ja, wir haben hier oben links die Gradzahlen, Thermometer, okay. Finde deine Mutter. Mama? Ah, sieht schon mal cool aus. Sieht auch aus wie im. Medieval Dynasty. Und. Ja, schau mal. Tab Inventory. Okay, es ist wirklich nur zum Teil übersetzt, aber immerhin besser wie nichts. Fertigkeiten. Meister dein Messer, Steinmetz, Journal, finde deine Mutter. Die Map. Recht groß. Das erste Jahr der Dynastie, Management. Soweit ich gesehen habe, soll es nächstes Jahr dann ganz rauskommen. Ah, läuft noch ein bisschen holprig. Mama? Mama? Kannst du mich hören? Ah, da bist du. Du bist am Leben. Das ist gut. Wie fühlst du dich? Mein Kopf tut weh und mein Ellbogen und ich wurde angeschossen. Geschossen? Ja, aber du stehst noch. Es wird dir sicher bald besser gehen. Ich zeige dir ein paar Pflanzen und. Was ist mit dir? Mama, haben sie dich getroffen? Du blutest. Keine Sorge, Kurzer. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Nur ein bisschen Blut. Es sind nur meine Beine, die. Ich kann sie nicht bewegen.
Das ist schlimm genug. Ich hole Hilfe. Nein, wir sind viel zu weit von Hope entfernt. Es wird schon dunkel. Du musst einen Unterschlupf finden. Hancocks Höhle ist nicht weit. Ich lasse dich nicht zurück, Mama. Ich kann nicht mitkommen. Meine Beine, ich kann nicht laufen. Dann trage ich dich. Meinen die die Höhle hier oben? Finde die Höhle. Das sieht doch höhlich aus. Area unlocked. Hancock's Cave. So, hier Mama ablegen. Da, leg dich hin. Gut gemacht, Kurzer. Wir sollten hier sicher sein. Mama, deine Wunde blutet wieder. Wie kann ich dir helfen? Was soll ich tun? Zuerst nimmst du das hier. Die Besitzurkunde zu unserem Land. Und was ist das? Sicherlich hat doch mein geliebter Kurzer schon von Daguerres neuester Erfindung gehört. Nein. Die Daguerreotypie? Aber die wurde doch erst vor kurzem erfunden. Es gibt hier einen Tüftler, der... Aber dafür ist jetzt keine Zeit. Wichtig sind die Leute, die hier abgebildet sind. Wer ist das? Wir! Lass mich dir zeigen. Das bin ich. Das Kleine auf meinem Arm, das bist du. Hier ist dein Vater. Er steht neben Roger. Roger? Ein Freund. Er hat versucht, zwischen uns und deinen Geschwistern zu vermitteln. Dein Bruder und deiner Schwester, sie sind hier rechts. Ich habe einen Bruder? Und eine Schwester? Mama, warum hast du mir das nie gesagt? Wir haben uns entfremdet, könnte man sagen. Deine Schwester, naja, sie hat ihren eigenen Kopf und das ist gut und schlecht. Dein Bruder dagegen, ich wollte nicht, dass du wie er wirst. Ich erzähl dir alles. Aber zuerst musst du Stöcke und Steine sammeln und ein Feuer machen. Ein Feuer? Um deine Verletzung zu behandeln? Nein, mein Schatz. Du erinnerst dich nicht, aber es wird hier nachts ganz schrecklich kalt. So kalt. Aus Stöcken und Steinen kannst du ein Lagerfeuer herstellen. Es schützt gegen die Kälte und erlaubt es dir, eine warme Mahlzeit zuzubereiten. Um ein Lagerfeuer herzustellen, drücke I. Um es zu platzieren, drücke B. I und B. I? Ah. 7 Stöcke, 3 Steine. Stöcke und Steine erlauben es dir, die ersten einfachen Werkzeuge und ein Lagerfeuer herzustellen. Um ein Werkzeug herzustellen, drücke I. Sieht man kaum, ey. Die Stöcke sieht man zumindest kaum. Das ist alles ein bisschen... Na, es fühlt sich noch komisch an. Da geht's nicht weiter. Ich glaube, die Höhle ist hier zu Ende. Big Bush. Also hier geht's nicht weiter. Auch wenn das so aussieht, als wenn es weitergeht, aber hier geht's nicht weiter. Da ist eine unsichtbare Wand. Ich erinnere mich an die guten alten Zeiten. Ja, Mama, immer die guten alten Zeiten. So. Oh. Oh, er zimmert es direkt dahin. Ich dachte, man könnte es irgendwo hinstellen.
Platziere das Lagerfeuer. Ach so, ich hab's nur zusammengebastelt. Jetzt muss ich es noch irgendwo hinstellen. Okay, alles klar. Ich war jetzt irritiert. Komm, ich stelle es hier so ein bisschen zum Warm, da wird sie geräuchert und nein, dann wird sie wenigstens ein bisschen warm gehalten. Ja. So, jetzt wieder mit Mama sprechen. Gut gemacht, Kurzer. Sehr gut. Es ist Zeit zum Ausruhen. Du siehst erschöpft aus. Schlaf. Ich glaube, du hast recht. Mir ist etwas schwindelig. Morgen stehen wir aber ganz früh auf und schaffen dich zu einem Arzt. Versprochen. Natürlich, Kurzer. Das machen wir morgen. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich bin, wo ich sein will. Das ist meine Höhle. Mein kleines Geheimnis. Geheimnis? Nichts, nichts, mein Schatz. Schlaf schön. Ich und hab keine Angst. Vor nichts. Hier draußen. Nein, das ist zu Hause. Ich weiß, alles wird gut, wenn nur... Sie spricht so in Rätseln. She never finished those words. They were her last. She died that night. In her most favorite place of all. I know she didn't want to. I know she fought. She would never have left you like this, in a foreign world, in such danger. Devastated after you tried so hard. But sometimes we have no choice. I always hated funerals. Wasn't the reason why I didn't attend this one. Only learned about it later. I should have been there. Been there for a child who lost a mom. A past. A future. Should have protected you. Should have. Too many should haves. Rest in peace, Phoebe. I promise. No more missed opportunities. Da ist er tot. Okay. Alles klar, wir haben Mama begraben. Finde den Einödhof. Westinfo. Denke mal, der ist dann da. Also herauskommen, eher links halten. Kommen wir hier raus? Also hier kommen wir nicht raus. Hier rum. Ach Mann. Jetzt ist die Mutti gestorben. Auch das noch. Wir nehmen erstmal ein paar Büsche. Also das Laufen und so ist ganz komisch. Also es fühlt sich sehr weird an. Ich hoffe mal, das bessert sich noch. Wir sammeln erstmal einfach. Frage ist natürlich, haben wir Stockstein 33, 35, das hört sich auch schon mal gut an. Die Frage ist nur, wir sollen ja eigentlich in die andere Richtung, ne? Wir gucken mal, ob es irgendwie... Ach ne, hinten raus ging es ja nicht, ne? Warum kann ich die denn nicht aufheben? Warum liegt da eine Spitzhacke, wenn ich sie nicht aufheben kann? Ah, hier hinten geht es vielleicht noch raus. Oh. Das ist laut. Ich dachte, man könnte damit auch interagieren. Hier hinten ist zu.
Ach nee, ist eine Tür. Kann ich auch nichts mitmachen. Also er geht sehr steif. Und ja. Noch ein bisschen komisch, aber mal schauen. Ah, guck mal, da unten. Aber die Grafik ist schön. Uns geht es, glaube ich, nur nicht sehr gut. Sieht man ja unten links. Hunger, Wasser, Durst. Pipi machen und eine Dusche wäre nicht schlecht. Denke ich mal. Vom Stockenstein haben wir erstmal genug. Hermit Farm. Ist das nicht der, den wir finden? Doch. Hier haben wir die Cave. Oh. Hm, also wenn das Stück das kleine Stück war, dann ist die Map doch gar nicht so groß. Huch. Es sei denn, natürlich, kann natürlich sein, da kommt noch was. Das wissen wir ja nicht. Dakota. Achso, das bin ja ich. So, guter Herr, bitte können Sie mir helfen? Keine Zeit für Geschäfte. Bin selbst geschäftig. Meine Mutter und ich, wir wurden von Outlaws angegriffen. Sie haben sie getötet und mich für die Geier zurückgelassen. Das tut mir leid. Wenn es denn wahr ist, möglich, passiert hier, weißt du. Vor allem, wenn das nächste Fort weit weg ist und der Sheriff korrupt. Damit habe ich nichts zu schaffen. Aber Sir, ich bin verletzt, ich sterbe. Bitte, ich bin doch kein Haustier, es geht um mein Leben. Was machen wir denn da? Ich bin kein Haustier. Du versuchst nicht, mich zu verarschen, mir keinen Plunder anzudrehen, um genug Gold zusammenzubringen, damit du den Tod deiner Mutter rächen kannst? Umso besser. Dann verzieh dich. Ich hab zu tun, muss fertig sein, bevor die Sonne hochsteht und den Boden verbrennt, verstehst du? Nicht wirklich. Die hohe Kunst der Agrikultur hat sich mir bisher verschlossen. Wenn meine Bücher aber nicht gänzlich falsch lagen, braucht man zum Sehen doch Saatgut, oder? Sicher, letzte Woche habe ich gepflügt, das Unkraut rausgeschmissen und jetzt werde ich diese Scheiße. Was? Ich muss die Samen drin auf dem Tisch vergessen haben. Weißt du was? Lauf ins Haus und bring sie mir her. Dann können wir reden. Bring die Samen. Oh, am Bett zum Schlafen. Das wäre was Tolles. Ed? Ach, da. Ed? Ed? Ihre Samen, sie waren dort, wo sie gesagt haben. Nebenbei, was soll daraus wachsen? Na, Hafer, was schon? Der Prärieboden ist für Gras gemacht, also wächst Getreide ziemlich gut. Könnte Weizen für Brot und Gerste, für Bier anbauen. Aber Hafer ist hier draußen Grundnahrungsmittel. Bring mir die Hacke da drüben. Hacke? Ich sehe keine Hacke. Wir haben doch sicherlich nichts dagegen. Es wird schon wieder dunkel irgendwie. Keine Ahnung, es war doch gerade erst dunkel. Ich finde die Hacke nicht. Hacke, Hacke, Hacke. Wenn ich so weit nach hier gehe, steht rechts 8 Meter. Oder ist sie hier drin? It's magic.
Wir nehmen einfach erstmal alles mit. Was der gute Mann so im Schrank hat. Sollen wir das wirklich tun? Wir bestehlen den ja. Ich weiß auch gar nicht, ob wir eine maximale Menge an... Na egal, komm, wir nehmen es mal mit. Die Wasserflasche oben drauf, die hätte mich jetzt zum Beispiel wieder mehr interessiert. Aber die Hacke habe ich immer noch nicht gefunden. Sir, wo ist denn ihre Hacke? 10 Meter, 9, 8, Moment. Ah! Mister, ich habe die Hacke. Mit einer Hacke kannst du ein Feld anlegen. Nachdem du die Größe des Feldes gewählt hast, kannst du die Hacke benutzen, um den Boden vorzubereiten. Danach sähst du, bringst Dünger aus und bewässerst das Feld. Wenn all das getan ist, musst du nur noch bis zum Jahreszeitenwechsel warten und wie durch ein Wunder werden deine Feldfrüchte bereit zur Ernte sein. Na, ich würde eher sagen Wachstum, nicht Wunder. Aber ja. Sprich mit Ed, finde die Hacke, sprich mit Ed. Ed, ich habe die Hacke. Wird ja auch Zeit. Lass mich kurz etwas Erde verteilen. Und vorsichtig Blatt drücken. Und schon fertig. Können Sie mir jetzt helfen? Helfen? Ich habe gesagt, wir können reden. Bringen wir es hinter uns. Ich bin Ed Hancock. Das ist mein Hof. Ich kann Fremde nicht leiden und hab zu viel Arbeit. Dass der Fremde nicht leiden kann, haben wir schon gemerkt. Hancock? Wie in Hancocks Höhle? Ja, nach meiner Großmutter Amelia Hancock. Große Entdeckerin. Eine der wenigen Frauen, die alleine hier rausgekommen sind. Abgesehen von den Verheirateten, die ihren Männern gefolgt sind. Und den Huren, klar. Und deine Großmutter war? Nichts davon. Ich sag dir doch, sie war Entdeckerin. Aber wenn sie nicht verheiratet war, wie konnte sie dann Kinder und danach Enkelkinder haben? Willst du mich vergackeiern? Warte, ich glaub's ja nicht. Du meinst das ernst? Wie alt bist du noch? Alt genug. Ja, sicher. Lass mich raten. Eine vollkommen behütete Stadtgöre. Gut, schauen wir uns deinen Arm an. Ist es sehr schlimm? Werde ich sterben? Ganz sicher sogar, aber nicht heute. Die Kugel hat dir die Haut aufgerissen, einen Fetzen Fleisch mitgenommen, aber nichts Ernstes. Nur wenn sich das entzündet, wird's ungemütlich. Zum Glück wachsen hier überall Agaven. Agaven? Wieso ist das Glück? Weil sie eine der vielseitigsten Pflanzen des Kontinents ist. Um es kurz zu machen, die Agave diente schon in den Azteken als Speise, Trank, Kleidung und Schreibmaterial und auch heutzutage ist sie noch verdammt wichtig. Vor allem für dich. Ihr Saft verhindert nämlich Infektionen. Geh und sammel welche. Das werde ich. Das werden wir. Also schön sieht's aus. Wenn die Figur sich jetzt ein bisschen besser steuern lassen würde. Agaven. Meter, komm, wir gehen mal hier lang. Weil der schöne Wald, ne? Moment, 24 Meter. Da! Ich hab sie gesichtet. Die Agaven. Juppie! Hoppla! Oh, hat er gerade einen Purzelbaum gemacht? Okay, das sah cool aus. Das ist nice. Ich hätte nur gerne mal den Dreck um die Ränder weg. Ich hoffe mal, wenn es uns besser geht. Na gut, getan hat ihm das jetzt nicht, ne? Ed? Hä? Da. Ed, hi. Oh, da hinten steht Mais, oder?
Ah, sehr schön. Keine Sorge. Falls du zu viel hast, kannst du sie in der Siedlung nordöstlich von hier verkaufen. Jetzt lass mich dir zeigen, wie man sie anwendet. Ja, viel besser, oder? Jetzt brauchst du nur noch eine Mütze Schlaf. Du weißt bestimmt längst, dass es hier draußen arschkalt wird. Ja, das weiß ich. Am besten ist immer ein Bett. Vielleicht hast du irgendwann sogar ein schickes Haus und das passende Bett dazu. Bis dahin musst du wohl mieten. Du hast doch Geld, oder? Wir hatten unser Erspartes dabei, aber ich fürchte, die Banditen haben alles mitgenommen. Das werden sie wohl. Pass auf, ich kann dir ein freies Bett in meinem Haus anbieten, wenn du mir dafür hier auf dem Hof zur Hand gehst. Nichts Ausgefallenes. Das ist sehr großzügig, aber ich habe keine Erfahrung mit der Landwirtschaft. Danke für das Angebot, aber ich muss denjenigen finden, der diese Banditen auf uns gehetzt hat und ihn dafür bezahlen lassen. Ah, wir bleiben bei der Landwirtschaft. Ich sagte, nichts Ausgefallenes und ich meinte nicht das Bett, auch wenn das stimmen würde, aber darum geht's nicht. Ich meine, ein trainierter Affe könnte diese Aufgaben erledigen. Du könntest es also hinbekommen. Mich ehrt dein Vertrauen, ich werde davon absehen, auf Bäume zu klettern und mit Kacke nach dir zu werfen. Dann geh rein, ruh dich aus, morgen sehen wir weiter. In Ordnung, nochmal vielen Dank. Ich gehe ins Bett, das glaubst du aber. Und die Tür zu machen. Wenn der so komische Fantasien hat. Ah, moin. Guck mal, wir sind wieder fast ganz. Wir haben nur noch ein bisschen den Dreckrand. Vielleicht können wir uns irgendwo waschen. Ja, aber guck mal, jetzt sieht die Welt doch schon viel freundlicher aus, nicht wahr? Ed? Wo ist denn der Mann schon wieder? Gibt's ja nicht. Der kann doch nicht permanent. Ach, da. Ed. Da muss ich immer an Ed von Schleck denken. Wer kennt noch Ed von Schleck? Ja, das ist Mais. Guten Morgen. Du siehst heute Morgen schon viel besser aus. Weniger sterbend wenigstens. Ich fühle mich deutlich besser. Vielen Dank nochmal. Also, was kann ich für dich tun? Können wir uns von vorne sehen? Reiß die Scheune ab. Okay. Wie bitte? Du hast mir schon richtig gehört. Das Ding war mein Stall und ich habe eigentlich gar keine Tiere dafür. Klar, ich werde einen Schuppen für meine Ernte bauen müssen. Aber die Scheune ist doch nicht mehr zu retten. Reiß sie ab und bau was Neues, verstehst du? Ich verstehe, was du meinst, aber ich bin kein Schreiner. Ich auch nicht, aber ich habe das alles hier gebaut. Den Hof, die Zäune, das Klohäuschen, die Scheune. Gebaut? Für die Ewigkeit, was? Mach dich nicht lustig, Greenhorn. Das ist schwerer, als du glaubst. Du wirst schon sehen. Erstmal habe ich keine Werkzeuge, finde sie wenigstens nicht mehr. Also musst du dir selbst welche machen. War klar. Sehe ich aus wie ein Schmied? Eher wie ein Bücherwurm. Ein ganz dürrer, vertrockneter. Macht aber nichts. Ich zeig dir, wie es gemacht wird. Okay, wir stellen mal einen Hammer her. Craft. Hammer. Tools. Hammer. Absch. Und nun, ein Hammer ist ein einfaches Werkzeug. Mit einem Hammer kannst du Gebäude reparieren und bauen. Um einen Hammer herzustellen, musst du zuerst einen Stock und einen Stein finden. Dann öffne einfach dein Menü, wähle Werkzeuge aus und Hammer. Vergiss nicht, ihn auch auszurüsten. Das kannst du tun, indem du ihn einer Schnelltaste in deinem Inventar zuweist. Ah, okay. Dann müssen wir das noch machen. Nee. Inventar, Kategorie ausrüsten, fallen lassen. Ah. So. Oh, ich hab einen Hammer. Achso, ich muss auch noch eine Axt herstellen. Okay, Moment. Also, mit dem Hammer in der Hand können wir keine Axt herstellen.
Eine Axt ist ein einfaches Werkzeug, mit dem man Bäume fällen und Gebäude zerstören kann und oder Gebäude zerstören kann. Du brauchst Stöcke und einen Stein, um sie herzustellen. Wie du es zuvor mit dem Hammer getan hast, vergiss nicht, die Axt auch auszurüsten, um umgestürzte Bäume in Holzstämme zu zerhacken. Okay, dann packen wir die auf... Ja. So. Sprich mit Ed. Ed, renn nur nicht von mir weg. Wisst ihr was? Zeig mir, was du hast. Machen wir in der nächsten Folge. Kann ich das noch abbrechen? Nein. Dann machen wir das doch noch jetzt. Zeig mir, was du hast. Hier, meine Werkzeuge. Auf den Hammer bin ich besonders stolz. Etwas behelfsmäßig wie der Hammer von alten Quepta, aber wird reichen. Dann pack dir mal deine Axt und hau die Scheune klein. Verstanden. Okay. Das war ein kurzer Dialog. Dann würde ich sagen, die Scheune muss dann in der nächsten Folge dran glauben. Ist ganz nett. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und seid auch in der nächsten Folge mit dabei. Die kommt schon morgen. Und ja, schauen wir mal. Ich freue mich drauf. Und schreibt mal in die Kommentare, wer es vielleicht spielt, wer guckt, wie auch immer. Ich bin gespannt. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns morgen. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.